Hallo, grüß euch. Ja, vor ein paar Tagen habe ich ja auf meiner Instagram-Seite eine kleine Vorschau vom monatlichen Kartenclub gezeigt und im Monat März war der Fokus am Stempelset Taco Fiesta und den Stanzformen im Bilde. Und wenn ihr nicht wisst, was der Kartenclub ist, das ist ein monatliches Kreativpaket, in dem ich euch Material und Kartenideen zuschicke. Das heißt, ihr werkelt 8 Karten, 4 Designs, wie ihr seht, und von jeder Karte 2 Stück. Und ich schicke euch alles mit, was ihr dafür braucht. Und ich habe jetzt einfach gedacht, ich zeige euch mal, wie das ausschaut, wenn ihr so ein Paket von mir in der Post bekommt. Also ich zeige euch mal kurz die Karten. Das sind diese 4. Und wie gesagt, von jedem gibt es 2 Stück. Stempeln tue ich für euch nicht. Und Stanzformen, die im Paket enthalten sind, stand sie für euch auch nicht, aber zum Beispiel diese Herzen, die sind nicht in dem Paket, das ich angekündigt habe, enthalten. Deswegen sind diese Stanzformen zum Beispiel, beziehungsweise diese Stanzteile noch im Paket drinnen. Und da, schaut mal, seht ihr da diese kleinen Flecken? Die habe ich mit den Stampin' Blends gemacht. Sehr cool, finde ich, schaut das aus. Und jetzt zeige ich euch das Paket, wie es zu euch nach Hause kommt. Also, der schaut einmal so aus. Eingepackt, alles schön. Ich hoffe, es raschelt jetzt nicht zu sehr, wenn ich das auspacke. Also im März inkludiert im Preis von 30 Euro sind 20 Meter von der Kordel, eine halbe Packung Designerpapier Schmetterlingsküsse und eine Packung von diesen runden Akzenten in opaker Optik. Genau. Und das ist alles Material, das ihr auf euren Karten benötigt. Deswegen gibt es das eben dazu. Und dann, ihr seht eh, ist genau beschriftet. Und so schaut es dann aus. Wie gesagt, 4 Karten. Das heißt, ich habe da 4 Umschläge vorbereitet und alles da rein sortiert. Das heißt, ihr bekommt den Kartenrohling. Das ist in dem Fall das Grün. Da ist ein bisschen Nachtblau und Grundweiß. Das ist nämlich für diese Karte. Schaut, da stanzt euch einfach die Kreise und malt was an, Stempeln anmalen. Und dann schneidet euch einfach das Designerpapier und klebt es auf. Deswegen ist bei dieser Karte jetzt nicht so viel Material notwendig. Und wie ihr seht, der zweite Umschlag ist auch noch da hinten drinnen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel schauen, bei dieser Karte in Sahara-Sand, wo haben wir sie? Das ist diese da. Da habt ihr die Kordel ist natürlich dabei, das Designerpapier auch und die Steinchen. Und dann habe ich das so gepackt. Schaut, es gibt 2 Grundkarten. Zwei Grundkarten und zweimal den Aufleger in Sahara-Sand. Dann braucht sie noch ein bisschen Sahara-Sand, um das Rechteck zu stanzen. Bisschen Grundweiß, um die Chili zu stempeln und anzumalen. Dann habe ich euch da die neuen Herzen gestanzt, auch in Sahara-Sand. 2 Grundweiß-Herzen zum Bestempeln. Und ein bisschen an Streifen Grundweiß für den Text. Genau. Und so kommt das zu euch nach Hause. Ihr bekommt die Anleitung natürlich auch zugeschickt. Ich habe da was ausgedruckt mit einem QR-Code und dem Link und dem Passwort, weil das ist natürlich passwortgeschützt. Das bekommen nur die, die dafür auch bezahlt haben. Und das sind, wie gesagt, 30 Euro zuzüglich Versand. Es ist jetzt kein monatliches Abo, aber wenn ihr mir sagt, ihr wärt gern jedes Monat dabei, dann schreibe ich euch natürlich gleich auf meine Liste. Denn wenn ihr nämlich 6 Monate durchgehend beim Kartenclub dabei seid, bekommt ihr nach den 6 Monaten ein Goodie von mir und das ist ein 25-Euro-Gutschein, den ihr dann gleich wieder einlösen könnt. Gell? Also wie gesagt, das ist jetzt dann der Kartenclub März mit dem Taco Fiesta Set und dem Papier Schmetterlingsküsse. Inkludiert ist eben das Papier, die Kordeln und
die Akzente sowie das Material für diese 8 Karten. Im April, da habe ich schon geplant, welche Produkte verwendet werden. Und ja, wenn ihr dabei sein möchtet, schaut einfach in den nächsten Tagen wieder vorbei. Ich werde den Link zur Anmeldeseite dann bald posten und dann könnt ihr euch schon gern dafür anmelden. Wenn ihr noch Fragen habt, bitte meldet euch einfach ganz gern bei mir und ich freue mich, wenn ihr fleißig teilnehmt an meinem Kartenclub. Das heißt, ich habe was zu tun, was zum Vorbereiten und ich freue mich, wenn wir einfach gemeinsam kreativ sind. Wenn ihr generell noch Stampin' Up! Produkte gerne bestellen möchtet, sagt mir bitte auch Bescheid. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Baba!